Und was seid ihr für ein dreistes Pack? Sind das etwa gute Manieren, einfach in eine fremde Wohnung hineinzuplatzen? Wir haben doch angeklopft. Hast du die Schläge auf die Köpfe deiner Helferlein nicht gehört? Oh, Stola! Musstet ihr gleich alles kaputt schlagen? Ach, immer noch der gleiche Wildfang wie früher und keinen Respekt von gar nichts. Das wird wahrscheinlich dein schlechter Einfluss sein. Ich habe dich vermisst, Matoya. Gut siehst du aus, Kind. Hast dich zu einer schneidigen jungen Dame gemausert. Und du bist wohl der Enkel des alten Louisois. Ja, ihr kanntet meinen Großvater? Ob ich ihn kannte? Wir lagen uns ständig in den Haaren, ein Dickkopf ersten Ranges. Aber langweilig wurde es nie mit ihm, das muss man ihm lassen. Und dich, mein Junge, kenne ich schon, seit du in den Windeln gelegen hast. Verzeiht mir, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Schon gut, Junge. Und jetzt mal raus mit der Sprache. Was wollt ihr von einer alten Einsiedlerin wie mir? Ihr seid doch nicht hierher gekommen, nur um zu plaudern, hm? Dass ich auf meine alten Tage noch mal von Azizla hören würde. Also weißt du etwas darüber? Auch nicht mehr, als in den verstaubten Charlayana-Wälzern steht. Eine schwebende Insel, die sich die Alaga bauten, als ihre Zivilisation in den letzten Zügen lag. Mit Louisois habe ich mich mehr als einmal darüber unterhalten. Dort bauten sie eine Art Forschungszentrum, um Wege zu finden, Drachen und Primae unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dabei kamen sie auf äußerst gefährliche Methoden. Nichts von diesem Wissen sollte jemals wieder ans Tageslicht gelangen. Und jetzt erzählt ihr mir, dass ein Haufen Dummköpfe es ausgraben will. Ihr seid ja nicht bei Trost, dass ihr ihnen auch noch folgen wollt. Aber die Ashians haben ihre Hände im Spiel und das verheißt nichts Gutes. Da sagst du was Wahres, Junge. In diesem Fall sollten wir in der Tat etwas unternehmen. Oho, hat dich der jugendliche Eifer angesteckt? Mit deiner Unverschämtheit redest du dich noch mal um Kopf und Kragen, meine Liebe. Es war vor etwa 50 Jahren, als die Garlear dabei waren, ganz Ilsabad zu unterwerfen. Charlayan musste sich wappnen. Wir suchten fieberhaft nach irgendeinem Mittel, mit dem wir uns verteidigen konnten. Und ich entwickelte einen Ätherverdichter. Eine Methode, um Äther aufzusaugen und zu einer verheerenden Kraft zu konzentrieren. Genau. Und dann kam der Rat daher und meinte, meine Erfindung würde uns eher zerstören als retten. Sie legten meine Forschung auf Eis.
Tja, da habe ich meine gesamten Aufzeichnungen kurzerhand versiegelt. Gefährliche Schrift, ne? Sollten diese Hasenfüße doch sehen, wo sie bleiben. Kindisch, ich weiß, aber sehr befriedigend. Ja, ob eine Erfindung Zerstörung oder Rettung bringt, hängt davon ab, wie man sie einsetzt. Ja, alles verbohrte Philosophen. Ich hatte jedenfalls die Nase voll und verabschiedete mich von der Charlayaner Borniertheit. Mir ist, als hörte ich meinen Großvater sprechen. Zumindest in diesem Punkt wart ihr euch einig. Matuya, können wir deine Aufzeichnung sehen? Natürlich, wenn ihr sie mir bringt. Sie sollten noch in der großen Bibliothek vor sich hin modern. Abteilung verbotene Schriften. Das nenne ich dann wirklich versiegelt. Die Wachsysteme der Bibliothek sind sicher noch immer in Kraft, auch wenn die Stadt selbst verlassen ist. Aber wir werden uns schon einen Weg bahnen. Hier geblieben! Stola, du und der Junge, ihr bleibt bei mir. Ihr werdet mir helfen, meine armen Helferlein wieder aufzupäppeln, die ihr mir so übel zugerichtet habt. Keine Widerrede. Thank you.
lange ist das her? Mein Verschlüsselungszauber hat dafür gesorgt, dass keiner seine neugierige Nase in die Schriften stecken kann. Sobald er aufgehoben ist, kann aber jeder darin lesen. Ich hoffe allerdings, ihr vergesst nicht, dass darin nur die Theorie beschrieben steht. Ihr braucht jede Menge Äther. Wie wollt ihr den beschaffen? Darauf hat uns Sid schon hingewiesen. Auch wenn wir unser Schiff mit Kristallen vollladen, wird es bei weitem nicht reichen. Mit einem Auraziten und dem Ätherextraktor könnte es vielleicht gehen, aber... Aber wo die sind, weiß nur Minfilia, und wir haben keinen Hinweis auf ihren Verbleib. Und auch Munbrida ist nicht mehr bei uns. Äther, die Quelle aller Magie. Quelle der Magie? Aber ja, das ist es! Das Auge des Drachen. Die sieben hohen Drachen existieren seit Tausenden von Jahren. Und über all diese Zeit haben sie stetig Äther in sich konzentriert. In ihren Augen, der Quelle ihrer Magie. Aber können wir uns diese Kraft so einfach nutzbar machen? Das gelänge doch wohl nur einem Drachen selbst. Oder jemandem, der mit ihr genauso vertraut ist. Dem Azur-Drachenreiter. Unser Plan nimmt ja langsam Gestalt an. Dann lasst uns nach Ishgard zurückkehren. Warte noch. Was ist mit deinen Augen, Kind? Wann ist denn das passiert? Ah, du hast es bemerkt. Seit ich nach dem Teleportzauber im Ätherstrom herumgeirrt bin, ist meine Sicht ganz anders. Teleportzauber? Etwa ein Antiker? Du Dummerchen, wie oft hab ich dir gesagt, lass die Finger von der verbotenen Magie. Aber ich musste es tun. Minfilias Leben stand auf dem Spiel und das Schicksal Eoseas. Außerdem konnte ich so in den Ätherbahnen umherwandern. So eine Erfahrung macht man doch wirklich nicht alle Tage. Erfahrung, papalapap. Ich muss dir ja wohl nicht sagen, wie viel Kraft es braucht, nur durch das Fühlen der Ätherschwingungen zu sehen. Pass auf dich auf, hörst du? Ja, Matoya. Danke für alles. Thank you.
Thank you.